Guten Tag, meine Damen und Herren. In diesem Video geht es weiter mit den Grundlagen der finiten Volumenmethode. Schauen wir zunächst einmal, wie weit wir im letzten Video Nummer 3 gekommen sind. Im letzten Video hatten wir diese Beziehung Nummer 4 abgeleitet. Die zeitliche Veränderung der räumlich gemittelten Dichte ist verknüpft mit der Differenz der zeitlich gemittelten Stromdichte zwischen West- und Ostrand. Das Schöne an dieser Gleichung Nummer 4 ist, diese Gleichung gilt ganz allgemein, ohne eine spezielle Annahme über den räumlichen Verlauf der Dichte innerhalb eines Kontrollvolumens oder über den zeitlichen Verlauf der Stromdichte auf einer Seitenfläche. Leider mussten wir in dem letzten Video schon einsehen, dass wir es hier ein bisschen mit zu vielen unbekannten Größen zu tun haben. Typischerweise wollen wir die mittlere Dichte in unserem Intervall zu einem neuen Zeitpunkt t plus Delta t ausrechnen, wenn wir den Zustand zum Zeitpunkt t schon kennen. Wir haben aber hier das Problem, dass wir zu viele unbekannte Größen haben, denn wir müssen ja auch wissen, wie sieht der zeitliche Mittelwert der Stromdichte rho mal u auf dem Ost- und dem Westrand unseres Kontrollvolumens aus. Wir hatten das letzte Mal schon diskutiert, dass wir ohne zusätzliche Annahmen diese Gleichung 4 nicht für eine Zeitintegration nutzen können, weil der Zusammenhang zwischen der mittleren Dichte im Kontrollvolumen und der Dichte auf den Seitenflächen unbekannt ist zunächst. Wir benötigen aber die Dichte auf den Seitenflächen und natürlich auch die Geschwindigkeit auf den Seitenflächen zur Bestimmung der Stromdichte. Die Diagnose war, wir haben zu viele Unbekannte und zu wenige Gleichungen. Die Lösung sieht jetzt ganz einfach wie folgt aus. Wir brauchen zusätzliche Annahmen, zum Beispiel über den räumlichen Verlauf der Dichte innerhalb einer Zelle, sowie natürlich auch eine Annahme über den zeitlichen Verlauf der Stromdichte auf den Rändern. Naheliegende Ansätze sind hierbei die Approximation aller Felder durch Stufenfunktionen oder die stückweise Approximation aller Felder durch Polynome der Ordnung n, wobei n irgendeine natürliche Zahl ist. Die Approximation der Felder durch stückweise lineare Funktionen entspricht der Diskretisierung der Conti-Gleichung gemäß finiter Differenzenmethode mit zentralen Differenzenquotienten zweiter Ordnung. Wir wissen aber schon, dass das bei der Diskretisierung konvektiver Terme zu einem instabilen Verfahren führt. Aus diesem Grund approximieren wir jetzt im Folgenden die Dichte und die Geschwindigkeit mit geeigneten Stufenfunktionen und das führt uns dann zu einer stabilen Abwinddiskretisierung erster Ordnung. Nach dieser Wiederholung geht es also jetzt weiter mit der Approximation unserer Felder mit Hilfe von Stufenfunktionen. Unsere Felder hängen ja vom Ort und von der Zeit ab und wir approximieren unsere Felder sowohl bezüglich des Ortes als auch bezüglich der Zeit mit Hilfe von Stufenfunktionen. Schauen wir uns zunächst einen Abschnitt auf der x-Achse an und richten unsere Aufmerksamkeit auf ein Kontrollvolumen, dessen zentralen Knoten wir hier jetzt mit P bezeichnen in dieser Abbildung. Der östliche Nachbarknoten ist hier mit Groß E bezeichnet, der westliche Nachbarknoten mit Groß W. Der westliche Rand dieses Kontrollvolumens ist mit Klein W bezeichnet und der östliche Rand mit Klein E. Das Bild, das Sie hier jetzt sehen können, entspricht einem Schnappschuss zu irgendeinem Zeitpunkt T. Wenn die Gitterweite Delta X klein genug ist, können wir den räumlichen Verlauf in guter Näherung durch Stufenfunktionen approximieren, so wie das hier dargestellt ist. Wir nehmen an, dass sowohl die Geschwindigkeit u als auch die Dichte rho innerhalb einer Zelle jeweils konstante Werte besitzen. Fraglich ist dabei natürlich, wie die Werte dann auf den Rändern aussehen. Das lasse ich zunächst einmal offen und das ist dann hier dargestellt durch runde Kreise. Das heißt also, die Ränder zählen im Moment hier nicht zu den dargestellten Funktionsverlaufen. Für die Fläche unter einer Kurve spielt ein Funktionswert an einer einzigen Stelle gar keine Rolle. Das heißt, stellen Sie sich vor, dieser blaue Verlauf, das soll der Dichteverlauf sein, dann würde die Fläche unter der Kurve der gesamten Masse in dem Gebiet entsprechen. Und aus der Integralrechnung weiß man, dass wenn man in einem Gebiet eine Funktion nur an einer einzigen Stelle abändert, dann hat das keinen Einfluss auf das Integral. Das heißt also, egal welche Werte wir hier auf diesen Rändern festlegen, das hätte dann keinen Einfluss auf die Gesamtmasse, die sich in dem Gebiet befindet. Indem wir also die Geschwindigkeit und auch die Dichte mit Hilfe von Stufenfunktionen approximieren, können wir natürlich sehr einfach angeben, wie groß der räumliche Mittelwert
etwa der Dichte in einem Kontrollvolumen ist. Der Mittelwert der Dichte ist gleich dem Funktionswert an einer beliebigen Stelle innerhalb des Intervalls, bezogen jetzt auf dieses Kontrollvolumen mit diesem zentralen Knoten P, muss also gelten, der räumliche Mittelwert in diesem Intervall ist gleich der Dichte in diesem Knoten P. Und wir speichern tatsächlich sowohl die Dichte als auch die Geschwindigkeit immer in diesen zentralen Knoten ab. Schauen wir uns als nächstes die Approximation des Zeitverhaltens mit Hilfe von Stufenfunktionen an. Wir benötigen auf jedem Zellrand den zeitlichen Mittelwert der Stromdichte, also den zeitlichen Mittelwert des Produkts von Dichte mit der Geschwindigkeit. Und hier nehmen wir eben an, dass innerhalb eines Zeitschritts die Stromdichte konstant ist, sodass wir diesen zeitlichen Mittelwert ganz einfach ersetzen können durch einen irgendwie gearteten konstanten Wert Rho mal U. Das gilt sowohl hier auf diesem Rand klein w wie auch auf dem Rand mit dem Index klein e. Dabei ist aber noch gar nicht gesagt, wie diese Größen zusammenhängen mit der Geschwindigkeit und der Dichte in den zentralen Knoten P, Groß W und Groß E. Diese Frage bleibt im Moment offen. Im Moment wird nur gesagt, dass innerhalb eines Zeitschritts Delta T die Stromdichte auf einem Rand zeitlich konstant ist. Es bleibt aber offen, wie diese Stromdichte berechnet werden kann aus den Werten der Felder in diesen Knoten W, P und E. Durch die Approximation der exakten Lösung mit Hilfe von Stufenfunktionen vereinfacht sich unsere Gleichung 4 ganz deutlich. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Wie sah denn diese Gleichung 4 überhaupt aus? Ja, hier sehen wir noch mal diese Gleichung Nummer 4. Innerhalb der Gleichung 4 ersetzen wir also den räumlichen Mittelwert der Dichte in einer Zelle durch die Dichte in dem zentralen Knoten P. Dadurch erhalten wir dann hier eine Differenz Rho P zum Zeitpunkt T plus Delta T minus Rho im Punkt P zum Zeitpunkt T. Wie sieht es hier mit dem zeitlichen Mittelwert auf den Rändern aus? Wir nehmen an, dass Rho mal U auf einer Seitenwand innerhalb eines Zeitschritts konstant ist, sodass wir dann Rho mal U im Westen einfach ersetzen können durch Rho West mal U West und im Osten entsprechend ersetzen wir Rho mal U durch Rho E mal U E. Ja, das führt dann zur Gleichung 5. Die sieht jetzt wie folgt aus. Die Dichte in einem Punkt P zum Zeitpunkt n plus 1 minus die Dichte in diesem Punkt zum Zeitpunkt n plus in Klammern die Stromdichte im Zeitschritt n im Osten minus die Stromdichte im Zeitschritt n im Westen, Klammer zu, mal Delta T durch Delta X ist gleich 0. Hierbei ist noch offen, wie wir die Geschwindigkeit und die Dichte auf den Seitenflächen wählen, aber wir können bereits aus dieser Darstellung Gleichung 5 bereits sehen, dass unser Verfahren konservativ ist. Entscheidend für das konservative Verhalten des Verfahrens ist, dass auf jeder Seitenfläche für beide Nachbarzellen immer die gleiche Stromdichte verwendet wird. Wir können bereits an dieser Stelle zeigen, dass unser Verfahren konservativ ist. Zunächst multiplizieren wir unsere Gleichung 5 mit dem Zellvolumen Delta V. Das Zellvolumen, das ist ja die Grundseite Delta X mal die Seitenfläche A. Außerdem dividieren wir die Gleichung 5 noch durch die Zeit Delta T oder durch den Zeitschritt Delta T. Das Delta T wandert dann hier in diesen Bruch in den Nenner. Dann taucht hier das Delta V auf. Ja, und hier bei dieser Klammer mit der Differenz der Stromdichten, da stand ja vorher Delta T durch Delta X. Delta T ist jetzt hier weg. Und wenn wir das Volumen dividieren durch Delta X, verbleibt dann hier diese Seitenfläche. Und das ist natürlich eine Darstellung, das kommt einem hier natürlich schon bekannt vor. Wir haben jetzt hier eine Stromdichte multipliziert mit einer Fläche. Das gibt einen Massenstrom. Und dann muss dieser Ausdruck hier muss wohl der zeitlichen Veränderung einer Masse entsprechen. Ja, wenn wir dieses Volumen Delta V multiplizieren, jeweils hier mit der mittleren Dichte,
In unserem Kontrollvolumen ergibt das natürlich dann die Masse in dem Kontrollvolumen mal im Zeitschritt n mal im Zeitschritt n plus 1. Und wenn wir diese Massen voneinander abziehen, dann ergibt das natürlich die Massenveränderung Delta m in dem Kontrollvolumen, in dem sich dieser Punkt P befindet. Das Ganze wird dann hier durch die Zeit dividiert. Rho e mal ue, das ist natürlich die Stromdichte im Osten. Rho w mal uw, das ist die Stromdichte im Westen. Das Ganze im Zeitschritt Nummer n. Ja, die Differenz dieser beiden Stromdichten multipliziert mit der Seitenfläche. Das gibt natürlich den Massenstrom über den Rand des Kontrollvolumens. Wir können dann diesen Ausdruck auch nach rechts rüberbringen auf die rechte Seite und haben dann diese schöne Aussage: Die Veränderung der Masse pro Zeitschritt in jedem Kontrollvolumen ist gleich dem negativen Massenstrom über die Oberfläche. Das heißt, das Verfahren ist in jedem Kontrollvolumen konservativ. Jetzt können wir natürlich auch noch die Frage stellen, ist denn auch das Verfahren dann global konservativ im Gesamtgebiet? Und da ist natürlich klar, wenn unser Verfahren in jedem Kontrollvolumen einzeln konservativ ist, dann muss es natürlich auch in Bezug auf das Gesamtgebiet konservativ sein. Aber sei es drum, das können wir natürlich auch nochmal formal zeigen. In jedem Kontrollvolumen gilt eine diskretisierte Kontinuitätsgleichung von dieser Form. Und wir addieren jetzt alle diese Conti-Gleichungen auf. Wir können die Kontrollvolumina durchnummerieren. Wir nutzen einen Zähler i. I läuft von 1 bis i max. Es gibt entsprechend genau eine Seitenfläche mehr, als es Kontrollvolumina gibt oder Zellen. Das heißt, die Zellränder, die können wir auch durchnummerieren. I läuft dabei von 0 bis i max. Und da sieht man dann nachher hier auch in dieser Formel, da gibt es dann einen Index i minus 1. Und wenn wir mit i gleich 1 hier etwa in dieser Summe beginnen, heißt das, dass es eine Stromdichte gibt mit dem Index 0. Wenn wir alle Conti-Gleichungen für die ganzen Zellen alle aufaddieren, landen wir dann bei diesem Ausdruck. Wir haben dann hier eine Summe i läuft von 1 bis i max. Die Dichte im i-ten Zentralknoten im Zeitschritt n plus 1 multipliziert mit dem Volumen minus eine gleich aufgebaute Summe allerdings im Zeitschritt n. Das Ganze dividiert durch Delta t. Ja, und hier müssen wir über die Stromdichten aufsummieren. Wie gesagt, es gibt dann hier jeweils für jede Zelle eine Stromdichte im Osten. Davon ziehen wir ab die Stromdichte im Westen. Die Stromdichten im Osten, da läuft der Index von 1 bis i max. Während für die Stromdichte im Westen, da läuft dann der Index an dieser Stromdichte von 0 bis i max minus 1. Ja, und das Ganze muss dann natürlich 0 ergeben. Wir addieren als nächstes die Massenströme über die Oberflächen aller Zellen. In der i-ten Zelle ergibt sich ja der Massenstrom über die Oberfläche aus der Stromdichte jeweils im Osten minus Stromdichte im Westen. Das Ganze multipliziert mit dem Flächeninhalt der Seitenfläche. Ja, und alle diese Massenströme, die addieren wir jetzt eben auf für i gleich 1 bis i max. Genauso viele Zellen gibt es ja. Im nächsten Schritt klammern wir aus dieser Summe das a aus. Außerdem teilen wir noch diese Summe auf in eine Summe über ji und ziehen davon ab eine Summe über die ji minus 1. Offensichtlich müssen wir ja hier in dieser zweiten Summe immer von dem i 1 abziehen. Dann können wir das natürlich auch gleich so machen, dass wir bei i gleich 0 beginnen, dafür aber nur bis i max minus 1 aufsummieren. Als nächstes lassen wir hier aus der ersten Summe das letzte Element weg, also das Element j i max. Also läuft diese erste Summe nur noch von i gleich 1 bis i max minus 1. Ja, und wie sieht es mit der zweiten Summe aus? Da beginnen wir nicht mit i gleich 0, sondern wir beginnen hier erst bei i gleich 1. Und schreiben dann das Element J0 separat hier innerhalb dieser beiden Klammern rein. Ja, was bringt das Ganze? Wir sehen jetzt sofort, dass sich diese beiden Summen zu 0 aufheben. Das heißt, diese gesamte Summe wird sehr, sehr einfach. Wir haben als Endergebnis dann einfach nur die Differenz Ji max. Das heißt also die Stromdichte im Osten bei x Ende minus die Stromdichte bei x Anfang. Das Ganze multipliziert mit der Seitenfläche. Also j an der Stelle xe minus j an der Stelle xa multipliziert mit der Seitenfläche.
Ja, und das ist natürlich der Massenstrom durch die Oberfläche des Gesamtgebiets. Die Ströme über die inneren Seitenflächen heben sich gegenseitig auf und das entspricht in einem gewissen Sinn dem gaußschen Integralsatz. Ja, da sich die Ströme über die inneren Seitenflächen zu Null aufheben, haben wir jetzt das folgende schöne Ergebnis. Die Veränderung der Masse in diesem Zeitschritt Delta T plus der Massenstrom über die Oberfläche des Gesamtgebiets ist Null. Oder wenn wir diesen Massenstrom so wie üblich bei so einer Massenbilanz mal nach rechts rüberbringen, haben wir jetzt die Aussage, die Änderung der Gesamtmasse Delta M pro Zeitschritt im gesamten Gebiet ist gleich dem negativen Massenstrom über die Oberfläche des Gebiets. Damit haben wir natürlich bewiesen, dass unser Verfahren konservativ ist. Damit wir jetzt mit unserem Algorithmus weiterkommen, müssen wir noch die Frage klären, wie groß soll denn für ein Kontrollvolumen für eine Zelle die Stromdichte hier auf dem Westrand oder die Stromdichte auf dem Ostrand sein? Die Frage war ja bisher noch offen. Wir hatten bisher nur diskutiert, dass wir annehmen, dass die Stromdichte innerhalb eines Zeitschritts konstant ist. Wir haben aber nicht gesagt, welchen Wert die Stromdichte annehmen soll. Nehmen wir für den Moment einmal an, wir hätten eine positive Strömungsgeschwindigkeit, also U von x soll jetzt hier in einem gewissen Bereich immer größer sein als 0. Das ist hier in diesem Diagramm entsprechend auch angedeutet, dadurch, dass diese blauen Stufen alle oberhalb der x-Achse liegen. Angenommen, wir sitzen jetzt hier auf diesem Westrand und haben dann, wenn wir nach Westen schauen, eine positive Geschwindigkeit. Dann haben wir da also Fluidelemente, die kommen sozusagen, wenn wir nach Westen schauen, auf uns zugeflogen. Während wenn wir nach Osten schauen, hier von dieser Stelle aus, dann haben wir Fluidelemente, die fliegen von uns weg. Das heißt, es ist also naheliegend anzunehmen, dass das, was als nächstes hier auf diesem Westrand passieren wird, etwas ist, das aus dem Westen herangeflogen kommt. Und das ist der Grund, weshalb wir jetzt diese Stufenfunktionen ergänzen. Wir nehmen also jetzt an, dass wenn die Geschwindigkeit positiv ist, dass die Geschwindigkeit und die Dichte auf diesem Westrand gleich ist dem entsprechenden Wert im Inneren des Intervalls. Ja, und diese Vorgehensweise entspricht genau der sogenannten Abwinddiskretisierung. Da ich also jetzt hier angenommen habe, dass die Strömungsgeschwindigkeit größer ist als 0, habe ich also jetzt für jede Zelle jeweils auf dem Ostrand angenommen, dass da unsere Feldgröße genauso groß ist wie im Inneren der Zelle. Das führt zu diesem schönen Verlauf. Klar ist natürlich, dass wir genau auf diesen Rändern keine Ableitung bilden können. Das würde dann zu einer Dirac-Delta-Funktion führen. Konkret für diese Zelle heißt das, dass wir hier auf dem Westrand annehmen, Rho klein w mal u klein w ist gleich die Dichte hier in diesem Punkt w multipliziert mit der Geschwindigkeit in diesem Punkt w. Und für den Ostrand heißt das dann ganz konkret, dass die Stromdichte auf diesem Ostrand zu berechnen ist aus der Dichte in diesem zentralen Punkt P multipliziert mit der Geschwindigkeit in diesem zentralen Punkt P. Die Annahme, dass die Stromdichte auf einem Rand zeitlich konstant ist innerhalb eines Zeitschritts und gegeben ist durch die Dichte und die Geschwindigkeit in dem stromaufwärts liegenden Knoten, das ist aus physikalischer Sicht durchaus plausibel, allerdings plausibel nur so lange, wie die Gitterweite größer ist als die entsprechende Geschwindigkeit multipliziert mit der Zeit. Warum? Wenn wir hier nochmal zurückblättern und wir schauen uns mal etwa dieses Kontrollvolumen an mit diesem zentralen Knoten W, dann kann man sich also vorstellen, dass mit der dortigen Geschwindigkeit UW jetzt Material nach rechts in diese Zelle mit dem zentralen Knoten P hineinströmt. Die Ausdehnung aller unserer Kontrollvolumina hier auf der x-Achse ist ja gleich groß. Ja, in der Zeit Delta T legt natürlich jetzt ein Fluidelement den Weg U West mal Delta T zurück. Und jetzt ist es natürlich klar, dass wir auf diesem Westrand hier nur annehmen können, dass die Stromdichte konstant bleibt, solange wie nicht etwa auch noch Material aus diesem Kontrollvolumen nachströmt.
Zunächst haben wir ja hier auf dieser Ostwand eine Stromdichte, die ist gleich Rho P mal UP. Wenn wir aber jetzt den Zeitschritt zu groß wählen, dann wird irgendwann mal die Dichte hier aus dem Westen, diese Information, die wird komplett durch dieses Kontrollvolumen durchgelaufen sein und dann hier auf diese Ostwand ankommen. Und wenn das der Fall wäre, dann hätten wir natürlich einen Widerspruch zur Annahme, dass die Stromdichte hier auf dieser Ostwand zeitlich konstant ist. Und das heißt also konkret, der zurückgelegte Weg für so ein Flutelement, der sich berechnet aus U West mal Delta T, der darf natürlich nicht größer sein als die Ausdehnung unserer Zelle, muss also kleiner sein als Delta X. Ja, entsprechend muss das dann natürlich auch für die nächste Zelle gelten, also U im Knoten P multipliziert mit Delta T, das muss auch natürlich kleiner sein als Delta X. Solange ist unsere Annahme also plausibel. Und das führt uns im Prinzip auf die bekannte CFL-Bedingung. Wir können ja diese beiden Ungleichungen dividieren durch Delta X. Das gibt etwa jetzt hier für diesen Zusammenhang 1 ist größer als U West mal Delta T geteilt durch Delta X. Und das ist einfach die CFL-Zahl für diese westlich gelegene Zelle. Und aus dieser Beziehung wird dann 1 muss größer sein als die Geschwindigkeit in dem zentralen Knoten P mal Delta T durch Delta X. Und das ist die CFL-Zahl in dem Kontrollvolumen mit dem zentralen Knoten P. Wir sehen also an dieser Stelle, dass unser Ansatz für eine CFL-Zahl kleiner als 1 auch physikalisch plausibel ist. Schauen wir uns jetzt einmal den Fall an, wo die Strömungsgeschwindigkeit in einem gewissen Bereich kleiner ist als 0, das heißt, es strömt also jetzt hier von rechts nach links. Das ist in dem Bild auch angedeutet dadurch, dass diese ganzen Stufen unterhalb der X-Achse liegen. Jetzt ist gemäß dieser Abwindphilosophie natürlich klar, wir müssen jetzt etwa auf diesem Westrand die Geschwindigkeit und Dichte so wählen, wie sie im Punkt P vorliegen. Das ist dann die Aussage, die Sie hier sehen. Und auf diesem östlichen Rand, klein e, da wählen wir Dichte und Geschwindigkeit so, wie sie hier in diesem Knoten groß E vorliegen. Das heißt, wir gucken immer in die Abwindrichtung, also stromaufwärts. Solange es also keinen Vorzeichenwechsel in der Strömungsgeschwindigkeit gibt, in unserem Strömungsgebiet ist klar, was wir tun sollen. Wenn es aber einen Vorzeichenwechsel gibt, entweder von Plus nach Minus oder von Minus nach Plus bei der Geschwindigkeit. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen Acht geben. Schauen wir uns hier in diesem Bild zunächst einmal den Fall an, wo die Strömungsgeschwindigkeit einen Vorzeichenwechsel macht von Plus nach Minus. Das heißt, wir haben jetzt hier in diesem Bild links oder westlich von diesem Rand E eine positive Geschwindigkeit und östlich von diesem Rand eine negative Geschwindigkeit. Das heißt also, dieser Rand wird einerseits hier von links durchsetzt mit einer Geschwindigkeit UP und er wird aber auch von rechts durchsetzt mit einer negativen Geschwindigkeit UE. Und wir gehen jetzt hier einfach so vor, dass wir auf diesem Rand dann die Stromdichte festlegen als Rho P mal UP plus Rho E mal UE. Das heißt also, auf so einem Rand, auf den Ströme zufließen, addieren wir einfach die Stromdichten. Entscheidend ist hier, wie die Stromdichte auf diesem Rand berechnet wird. Das sieht jetzt hier aus, als ob wir eine Funktion hätten, die doppeldeutig wäre, also so eine Art Relation. Diese beiden ausgefüllten Punkte sollen nur andeuten, welche Stromdichten berücksichtigt werden. Ein anderer Fall, das wäre jetzt ein Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus. Schauen wir uns jetzt hier wieder diesen Rand an. Westlich von diesem Rand haben wir eine negative Geschwindigkeit, das Fluid strömt nach links, während östlich von diesem Rand strömt das Fluid nach rechts. Das heißt also, in beiden Nachbarzellen strömt das Fluid von diesem Rand weg. Und aus diesem Grund entscheiden wir uns dazu, auf diesem Rand keine Stromdichte zu berücksichtigen. Wir setzen die Stromdichte auf einem solchen Rand einfach auf 0. Das können wir jetzt auch wie folgt zusammenfassen. Die Bestimmung der Stromdichte auf einem Zellrand folgt dem Abwindansatz. Alle Flüsse, die von einem Rand wegführen, werden nicht berücksichtigt.
und alle Flüsse, die auf einen Rand zuführen, werden einfach addiert. Damit sind wir jetzt in der Lage, die Kontinuitätsgleichung ausgehend von einem Anfangszustand in der Zeit vorwärts zu integrieren. Aus der Gleichung Nummer 5 wird jetzt dieses Schema. Die Dichte im Knoten P zum Zeitpunkt Tn plus 1 minus die Dichte im gleichen Knoten zum Zeitpunkt n, das wäre jetzt die Dichteveränderung, plus, hier haben wir jetzt die Differenz der Stromdichten im Osten und im Westen. Diese Stromdichte wird gemäß Abwinddiskretisierung gewählt, mal Delta T durch Delta X ergibt 0. Das können wir auflösen nach der Dichte in diesem Knoten P zum neuen Zeitpunkt. In einem Bereich mit positiver Geschwindigkeit können wir jetzt auch die Stromdichten konkret angeben. Im Osten, da haben wir die Dichte im Zentralknoten P mal U in diesem Knoten. Wenn wir für den Westrand die Stromdichte berechnen aus den entsprechenden Größen im westlichen Nachbarknoten. Indem wir die Zellmittelpunkte einfach von I gleich 1 bis I gleich E max durchnummerieren, können wir diese Formel übersetzen in Rho im Knoten I zum Zeitpunkt N plus 1 ist Rho I zum Zeitpunkt N minus. Ja, hier haben wir jetzt die Differenz der Stromdichten. Das Ganze wird multipliziert mit Delta T durch Delta X. Und damit haben wir also eine fertige Iterationsvorschrift. Wie gesagt, die würde jetzt hier erstmal gelten, nur für den Fall, dass wir eine positive Strömungsgeschwindigkeit haben. Diese Iterationsvorschrift erhält man auch mit Hilfe der finiten Differenzenmethode bei Verwendung von Vorwärtsdifferenzenquotienten erster Ordnung für die Zeit und Rückwärtsdifferenzenquotienten erster Ordnung, das heißt unser altes Abwindverfahren für den Ort. Aus Geschwindigkeit mal Delta T geteilt durch Delta X basteln wir uns unsere CFL-Zahl CI im Zeitschritt N. Das führt dann zu dieser Darstellung. Hier können wir auch noch ein bisschen was umgruppieren. Wir können ja diese Minusklammer hier auflösen und dann Rho I N ausklammern. Dann haben wir hier so einen Ausdruck Rho I N mal 1 minus die CFL-Zahl. Hier können wir schon eine ganz nette Eigenschaft von unserer Vorgehensweise ablesen. Hier besteht also die Gefahr, dass dieser Term jetzt negativ wird und möglicherweise diesen zweiten Term kompensiert, sodass der Gesamtausdruck negativ wird. Wir haben also jetzt hier die Gefahr, dass die Dichte negativ werden kann, was aber eigentlich nicht sein darf. Die Massendichte muss immer positiv sein, weil das Volumen positiv ist und die Masse ist nach all dem, was wir hier aus der Physik so wissen, auch immer positiv. Es ist also zu erwarten, dass das Verfahren instabil wird, falls die CFL-Zahl in zu vielen Zellen größer ist als 1. Typischerweise ist es so, wenn diese CFL-Bedingung in 1, 2 Zellen ein bisschen verletzt ist, ist das nicht ganz so schlimm. Wir haben ja numerische Diffusion in diesem System und das bügelt hier und da auch mal Instabilitäten weg. Wenn wir aber in zu vielen Zellen eine zu große Abweichung der CFL-Zahl von der 1 haben nach oben hin, dann wird das kritisch. In einem Bereich mit negativer Geschwindigkeit sieht unsere Iterationsvorschrift natürlich ähnlich aus, nur dass wir die Stromdichte dann etwas anders berechnen. Auf dem östlichen Rand berechnen wir die Stromdichte aus den Größen der östlichen Zelle und im westlichen Rand, da berechnen wir die Stromdichte aus den Größen unseres zentralen Punktes P. Auch hier können wir die Zellmittelpunkte natürlich wieder durchnummerieren und das führt dann zu dieser Darstellung. Wenn der Zustand zu einem Zeitpunkt Tn gegeben ist, das heißt die Dichte und die Geschwindigkeit sind gegeben, dann können wir offensichtlich die Dichte zum neuen Zeitpunkt Tn plus 1 in jedem Knoten berechnen. Diese Iterationsvorschrift würden wir natürlich abermals auch mit Hilfe der finiten Differenzenmethode erhalten, bei Verwendung von Vorwärtsdifferenzenquotienten erster Ordnung für die Zeit und Vorwärtsdifferenzenquotienten erster Ordnung für den Ort. Denken Sie daran, wenn die Strömungsgeschwindigkeit positiv ist, hatten wir ja Rückwärtsdifferenzenquotienten. Hier ist jetzt die Geschwindigkeit negativ und das führt dann auf Vorwärtsdifferenzenquotienten. Damit sollte die grundsätzliche Vorgehensweise klar geworden sein. Im nächsten Video beschäftigen wir uns dann mit der Frage, wie geeignete Randbedingungen implementiert werden können. Ich sage danke für das Interesse
und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.